Hallo und herzlich willkommen zu Assassin's Creed Rebellions mit mir, dem Herrn Sofort und dem. Herrn gleich, ich lese gerade. Er hat's verpennt. Okay, gut, dann würde ich sagen, wir fangen einfach an. Das ist Assassin's Creed Rebellions. Ja. An die Leute, die... Ist momentan noch ein Pre-Release. Ja, an die Leute, die noch nie Assassin's Creed gespielt haben oder das Spiel gar nicht kennen. Es ist ein Spiel, also Assassin, quasi, Meuchelmörder. Quasi, du schleichst dich bei jemandem an und dann tötest du den. Und darum geht's in diesem Spiel. Nur ich weiß jetzt nicht, wie die Rebellion-Version ist. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mir das Spiel noch nicht angeguckt, deswegen. Wir sehen es jetzt. Playen wir es gerade an. Oh, und da unten springt er erstmal hier rein. So, also wie geht's jetzt hier weiter? Hier muss ich einfach darüber. Und den muss ich wohl killen. Ja, genau! Ja, aber das sieht ja wohl ein bisschen anders aus als in der echten Assassin's Creed-Version. Ja? So. Also, ihr habt das Spiel, ihr habt das Spiel bestimmt jetzt gesehen. In Assassin's Creed auf dem PC, die Vierer-Version zum Beispiel, da ist das natürlich in der Grafik. Ja. Was soll man dazu sagen? So. So. Also, dann ist das hier geht's weiter rüber. Da einmal Free Running Expert. Okay. Und jetzt macht man den platt. Alles klar. Ja, gut, ne? Oh. Leute, da wird's vielleicht auch noch okay, ein Stopp. We are at your command, Grand Inquisitor. Has the time come to move forward with your plan? Also hier redet jemand mit dem Großinquisitor. Und hier geht's um irgendeinen Plan von dem. Torquemada ist wohl der Großinquisitor. Yes, my loyal Ojeda. We are finally ready. I have the ear of the king and queen and their army is in mind to command. Also, das heißt, König und Königin hören ihm zu und ihre Armee scheint wohl auf ihn zu hören, auf den Großinquisitor. Yes. Torquemada. I will unleash my dogs of unleash, the Lord. Unleash my dogs of the Lord and with the combined strength of the Inquisition and the Spanish army, the komm, lass mich lesen. Shall be mine. Weil sonst auf jeden Fall, vielleicht wird auch Let's Play von Assassin's Creed normal kommen auf PC. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Kann ich jetzt erst einmal hier, wir sind hier bei einer ganz anderen Version. Das kannst du ja dann erzählen, wenn wir normal spielen. Also. You shall be done, Master. The Father of Understanding will guide us to victory. But what of the assassins? What if they move the to assassins. Stop us? So, also jetzt fragt er nach, was mit den Killern ist, also mit den Assassinen. Was ist, wenn die uns versuchen zu stoppen? So, die sind zu schwach. Und die sind nicht in der Position, etwas gegen uns zu machen. Ja, definitiv. Und sollten sie versuchen, uns in den Weg zu kommen, dann werden wir sie wie kleine Insekten zertreten. Also, dann killt sie jetzt mal, ne? Geht er und dann werde ich wahrscheinlich diesen Großinquisitor gleich platt machen. So, die rennen jetzt da hinten rüber. Ah, beziehungsweise das sind auch Assassins. Maria Aguila! Egal, was der Plan von diesem Großinquisitor ist, von Torquemada, es kann nichts Gutes sein. Und die Artefakte sind, hat er angesprochen, könnten es die Teile von Eden sein. Ojeda und Torquemada. Do the people of this country, those bastards deserve to pay? Also für alles, was sie den Leuten in unserem Land angetan haben, diese Bastards werden dafür bezahlen. We must stop this Templar threat, but we are too few. Our brother must grow in strength first. Also im Endeffekt, momentan sind sie wirklich noch zu wenig. Und jetzt müssen sie erstmal ihre Bruderschaft vergrößern. Bruderschaft? Ja, Brotherhood. We will need to assemble more assassins and we will need a new place of strength from which we can prepare in secrecy. So, also, wir müssen jetzt erstmal wirklich stärker werden. Sie werden zu den Casola Mountains Bergen gehen. Casola Mountains Bergen? Ja. Und da ist eine verlassene Festung. Die werden wir einnehmen und werden das zu unserer neuen Base machen.
Also, auf geht's, Brüde. So, jetzt gehen wir erstmal hin. Oh, die Mission ist schon completed. So, jetzt geht's weiter. Schauen wir mal. Assassin's Creed Rebellion. Ja. Rebellions. Oder Rebellions. So, jetzt sind wir hier. Jetzt müssen wir mal schauen. Das ist jetzt diese verlassene Festung. So sieht es im normalen Spiel aus, oder wie? Also in der Location bist du, oder wie? Da bin ich jetzt gerade. So. Das ist die Festung. Dieser Ort ist gut versteckt. Ja. Er muss repariert werden. Er muss repariert und es ist viel Arbeit. Aber man kann es zu einer idealen Base machen. Genau. Excellent. Excellent. Ja. Und du weißt, was als nächstes zu machen ist. Bist du ready? Wir müssen nun gehen. So, Maria, Aguila, ich muss gehen. Ezio und his brethren. Brethren? Mensch, geil, was ist denn das? Brethren. Came to Spain on a mission of their own and Benedicto has asked me to help them. Help. To help them. Also Benedicto hat sie gefragt, ob sie denen helfen kann. Die bekämpfen dann die Inquisition und darauf gibt er sein Wort. Die Bruderschaft zählt auf ihn und zählt auf ihn in der Situation und ja, dass er quasi diesen Ort da restauriert in das neue Headquarter der spanischen Assassinen. Ezio und ich werden so schnell wie möglich wieder zurückkommen. Und okay. Ich habe es verstanden. Wir werden dich nicht enttäuschen, stand da noch. Genau, wir werden dich nicht enttäuschen und wir warten darauf, dass ihr wieder zurückkommt. Das bedeutet, Name of your Brotherhood, sofort und gleich. YouTube. Sofort. Und gleich YouTube. Und gleich. Hast du eben gerade. Nein, groß geh! Hast du eben gerade auch nicht geschrieben. Also du schreibst trotzdem YouTube hin. Gleich. YouTube. Confirm. Ja, das haben wir doch eben gerade. So. Geh nochmal ein. Ich mach's jetzt mal so einfach. Sofort und gleich. Ungleich. Ungleich. Mach das G groß. Zähl mal. Ist doch jetzt. 10, 13, 13. Das müsste aber reichen. 13, 15, 15 sind es. Das müsste aber reichen eigentlich. Return, okay, machen wir auf Return. Oder so, ja. Confirm. Oh, ah, okay. Tap screen to open cube. Die ersten Heroes, wenn wir jetzt bekommen. Was ist das? Ein neuer Rekrut. Ein seltener Rekrut. Aguila de Nera. So. Next. Das ist jemand, der sich nur anschleicht. So, was haben wir hier? Also wir können scheinbar Assassinen sammeln. Ein weiterer neuer Rekrut. Kommen. Ein Tariq al-Nasr. Ein gewöhnlicher. Okay. Okay. Also die müssen jetzt... Ah, das muss jetzt aufgebaut werden mit Materialien. Some for supplies... I'm sure they won't mind. Also, wir müssen es von den Vorräten der Inquisition klauen und ja, also er glaubt, dass es ihnen nichts ausmachen wird. Das heißt, wir beklauen jetzt die Inquisition. Ja, genau. Weißt du denn überhaupt, was eine Inquisition war? Ich glaube, es waren Leute, die damals viel schmuggeln und so. Glaube ich. Oh mein Gott. Oh nein. Nein. Ich sag's dir gleich. Also, select Tariq to face the next guard. Tap on him, then tap on the enter button. Tariq war der... On the enter button? So. Also, die Inquisition war von der Kirche.
Okay, ich bin So, raus. das waren diejenigen gewesen, die, wenn du zum Beispiel Gotteslästerung gemacht hast oder sowas, dann bist du von denen gefoltert oder hingerichtet worden. Die haben auch die Hexenverbrennung gemacht. Übrigens, die meisten werden es kaum glauben und werden es nicht wissen. Papst Benedikt war auch vorher, bevor er Papst wurde, noch Großinquisitor. Es gibt also heute immer noch die Inquisition. Da war ich sehr überrascht, als ich das mal gesehen habe. So, also wir gehen jetzt mal darüber. Ich tap on den und dann gehen wir darüber. So. Enforce DPS Role. Tarek is a hero of the Enforcer Class. Special Mission. Enfoncé, wenn du es auf Französisch sagst. Was mich mit Französisch? Enfoncé. So, high damage. Good at fighting enemies in direct combat. Also, er macht viel Schaden. So, also machen wir hier einen einfachen Angriff. So. In Combat Characters kann er. Speed, tap to continue. Ah, also derjenige mit der größeren Waffengeschwindigkeit ist derjenige, der zuerst angreift. Alter. So. Hold any action button for detect. Der dritte, also der zweite. Ready. Ja, warte mal, ich muss erstmal hier lesen, um was es geht. Das ist ein Hindering Blow. Strike the enemy with a crippling blow, slowing their movements and causing pain. Also damit würde er langsamer werden. Und carry out a rapid attack applies instantly. So. Mach das. Und ich mache ihn erstmal langsamer, weil er nämlich. Ach so, ich mache ihn tot. Okay. Ja, jetzt ist er tot. Okay. Select Aguilar to go to the next room. Tap on. Okay. Also, wir gehen jetzt in den nächsten Raum. Aguila. Hab ich schon angeklickt? Habe ich den falschen? Ah, Select Aguilar, ich muss den da. Okay, dann gehen wir mit dem darüber. Okay. Continue. Shadow Assassination. Hero Shadow Class. Also, Shadow. Er macht keinen direkten Angriff, sondern er schleicht sich an. Das ist ein Meuchelmörder, wenn du so willst. So, und jetzt sind wir. Ja, dann würde Philipp. ich mal sagen, machen wir gleich schon den da, ne? Okay. Das ging jetzt schnell. So, jetzt gehen wir wahrscheinlich mit ihm wieder darüber. Schau mal, ob hier noch jemand ist. Aha, also hier hoch und dann da hinten angreifen. Oder freue ich mich schon so drauf, ne? So, und den meucheln wir jetzt auch. Nein, den meucheln wir nicht. Warum meucheln wir den nicht? Ich muss den meucheln eigentlich. Na gut, dann meucheln. Oh. Oh. Ah, das geht auch so. Alles klar, dann gehen wir hier rein. Ohne töten geht es auch. Mach das oben. Soll ich das oben Ja, machen? mach. Ja, aber dadurch hat er es scheinbar geschafft. Scheiße, jetzt bin ich in einem richtigen Kampf mit ihm. Ist eigentlich nicht so gut. Nochmal. Oder. Oh, aua. Jetzt nochmal. Bam. Komm, mach den. Oh, das war. Ja. So, schauen wir mal da rein. Da sind jetzt wahrscheinlich die Sachen drin, die wir klauen wollten. Resources, genau, das sind die Ressourcen, die wir jetzt geklaut haben. Einmal über die Kiste drüber gejumpt. So, damit haben wir diese Ah, okay. Mission Gut. completed. Dann würde ich sagen, das war's von dieser Hallo, Folge. ich will jetzt erstmal wissen, wie man im Headquarter das baut. Und dann können wir die Folge beenden. Das will ich jetzt noch Ah. wissen. Was wir damit. Wir haben jetzt die Ressourcen geklaut. Jetzt will ich nur wissen, wie wir mit den Ressourcen was machen können. Arbeiten können. Arbeiten können, genau. So. Arbeiten. Brotherhood ist jetzt ein Level nach oben. Jetzt haben wir einen Trainingraum. So. A place where we can grow stronger. Sehr gut. Und das machen wir. Building Rooms. Each room provides a different benefit. Also jeder Raum hat einen anderen Sinn. Und dann nehmen wir uns jetzt einfach mal hier einen Empty Slot, gehen auf Build, Build a Room.
Eine von 13 ist verfügbar. 1000 bezahlen wir dafür. Und dann bauen wir den dahin. Und dann haben wir jetzt hier unseren Trainingsraum. So, wie können wir den? To assign a hero to the room, tap on the room's activity button. Ah, also wir müssen quasi wirklich, wir bauen hier eine Killertruppe auf, wenn du so willst. Ja. So, train a hero. Wen trainieren wir? Wir trainieren Avila. Den da oben, ne? Ja. So, und jetzt können wir auf Train klicken. Genau, und jetzt. Was wird da jetzt gemacht? Der geht jetzt dahin und kämpft jetzt wahrscheinlich mit diesem. Tänzelt ein bisschen rum. Wackelt ein bisschen mit dem Kopf. Sticht ein bisschen zu und in 2 Minuten ist er bereits besser. So, tap the activity slot, skip for free, weil es so schnell geht, collect. Und damit ist er aufgelevelt. Also, es ist quasi eine Aufbausimulation mit ein bisschen Action drin. Ja, Objectives. Wenn es euch gefallen hat, dann auch hier können wir collecten, können wir sammeln. Dann sagt doch, oder schreibt was in die Kommentare rein. Und hier den Kanal noch nicht dazu verpassen? Genau, wir werden jetzt immer wieder neue Spiele präsentieren, auch Pre-Releases. Also wenn es euch gefällt und wenn ihr auf Spiele Bock habt, auf Spiele, die noch nicht veröffentlicht wurden, dann lasst auf jeden Fall mal ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Dann würde ich sagen, da, bis dahin haut rein und ciao. Hab ich den nächsten hier, was ist?